Es gibt nur wenige Vogelspinnenarten, die sich auf Dauer über Jahre in einem Gemeinschaftsterrarium gut pflegen lassen. Eine davon ist die von der Insel Socotra stammende Monocentropus balfouri, die Socotra Island Blue Baboon Spider. Ich halte bereits seit Jahren eine Gruppe von 7 Weibchen in einem 80 x 50 x 50 cm großen Terrarium. Da es sich bei dieser Art um eine recht versteckt lebende Vogelspinne handelt, ist es nötig, von Zeit zu Zeit die Einrichtung auseinanderzunehmen und zu kontrollieren, ob alle noch wohlauf sind. Dies sollte ruhig und vorsichtig erfolgen, um keine versteckte Spinne aus Versehen zu verletzen. Um die karge, trockene Landschaft der Insel Socotra entsprechend darzustellen, verwende ich zum Beispiel alle möglichen Formen von Sandgestein und trockenes Laub. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit legt die blaue Socotra-Vogelspinne ein Gemeinschaftsnest an, in dem alle Weibchen, auch die Männchen, zusammen den Tag verschlafen. Dieses erwachsene Männchen lebt schon seit einiger Zeit bei den Weibchen und ist nicht mehr der allerjüngste. Zum Einfangen und Umsetzen kann man handelsübliche Heimchendosen verwenden. Auch bei diesem Männchen konnte ich wiederholt Paarungen beobachten. Zur Dekoration eignet sich alles, was den Eindruck einer Wüstenlandschaft erwecken könnte. Bis auf einen ungeklärten Vermisstenfall in der Anfangsphase der Aufzucht konnte ich bei dieser Art bisher noch keine Aggression oder sogar Kannibalismus feststellen. Auch häuten sich die Weibchen in dieser Gemeinschaftsbehausung, ohne sich scheinbar gegenseitig dabei zu stören. Gerade dieses bei Vogelspinnen zugegebenermaßen recht untypische Verhalten macht diese Art interessant und die Haltung faszinierend. Monocentropus sind recht ruhige Vertreter, die nur selten einmal aggressiv werden und auch selten eine Abwehrreaktion zeigen. Ein kurzer Gesundheitscheck und die nächste Spinne wird eingesammelt. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Häutungsreste eingesammelt und alles, was die Spinnen so im Laufe der Zeit an Nahrungsresten produziert haben. Etwa alle 2 Wochen bekommen meine Monocentropus eine gute Portion Steppengrillen und auch so viel, dass eben für jedes Tier genügend Nahrung vorhanden ist. Eine kleine Wasserschale in der Ecke bietet die Möglichkeit zur Flüssigkeitsaufnahme. Und alle paar Tage wird mit zimmerwarmem Wasser die Einrichtung besprüht.
obwohl, wie bereits erwähnt, in diesem Terrarium regelmäßig auch Paarungen stattfinden, konnte ich bisher keine Nachzucht verzeichnen. Das Problem haben allerdings auch andere Halter, die Monocentropus in einem Gemeinschaftsterrarium pflegen. Die Nachzucht scheint da nicht hundertprozentig gut zu funktionieren. Scheinbar muss man dann doch die Weibchen abtrennen. Ausnahmen scheinen aber auch hier die Regel zu bestätigen. Hin und wieder berichten Züchter von geschlüpften Jungtieren, die in der Gemeinschaft sogar gefüttert werden. Persönlich finde ich, dass Monocentropus balfouri eine der schönsten Vogelspinnen überhaupt ist. Gerade im frisch gehäuteten Zustand schimmern die Beine in einem herrlichen Blauton. Da Vogelspinnen ja bekanntermaßen wenig Dreck produzieren, reicht eine Komplettreinigung des Terrariums etwa einmal pro Jahr, so mache ich das. Und dann ist es auch immer wieder schön zu sehen, dass es den Tieren gut geht und sie prächtig gedeihen. Die blaue Socotra-Vogelspinne ist eine mittelgroße Vogelspinnenart, die etwa 5 bis 6 cm Körperlänge erreicht. Da das Terrarium im Wohnraum untergebracht ist, liegen die Haltungstemperaturen je nach Jahreszeit etwa zwischen 24 und 28 Grad. Abgesehen von dieser jährlichen Grundreinigung sollte man Futterreste dennoch regelmäßig entfernen, das verringert das Risiko einer Milben- oder Buckelfliegenplage. Übrigens zeigt das Hintergrundbild in diesem Terrarium eine typische Landschaft auf der Insel Socotra. Und alle Balfouris scheinen schon ganz gespannt auf ihr neues Terrarium. Bei einer Einrichtung sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Am besten lässt man nach hinten zur Rückwand einen Hang ansteigen, in den man dann Höhlen modellieren kann. Dabei ist es auch überaus wichtig, den Steinaufbau gegen Untergraben zu sichern und am besten so abzustützen, dass er wirklich nicht umstürzen kann. Ist man mit der Einrichtung fertig, so wird das Ganze gut eingesprüht. Das hält erstmal für einige Tage die Grundfeuchtigkeit. Im natürlichen Verbreitungsgebiet von Monocentropus entstehen gerade in der morgendlichen Kühle Tautropfen und ich habe beobachtet, dass auch im Terrarium die Tiere gerne Tropfen von der Einrichtung aufnehmen. Die Haltung dieser hübschen Vogelspinnenart ist übrigens auch für Allergiker in Ordnung, denn Balfouri besitzt keine Brennhaare, von denen sie Gebrauch macht. Es empfiehlt sich übrigens beim Wiedereinsetzen in das Terrarium, alle Tiere möglichst zur gleichen Zeit und an einer möglichst gleichen Stelle freizulassen. Das stärkt den Zusammenhalt. Mit einer erneuten Fütterung warte ich dann noch etwa 5 bis 7 Tage, damit alle Tiere wieder sesshaft geworden sind. Bereits nach wenigen Stunden erkunden die Balfouris dann ihr neu eingerichtetes Terrarium. Und wenn man als Vogelspinnenhalter dann auf sein Werk zurückblickt, werden Erinnerungen wach an die Zeit, wo die Balfouris noch ganz, ganz klein gewesen sind.